Hallo Jünger des Omnisars oder angehende Jünger des Omnisars. Ich nehme immer schwer an, dass wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und euch das hier anguckt, wollt ihr ein bisschen mehr über das Adeptus Mechanicus oder spezifischer gesagt über die Skitarii und den Kult Mechanicus erfahren. In dieser Serie werde ich jetzt jede einzelne Einheit auseinanderpflücken und mit euch durchgehen. Also es wird eine mehrteilige Serie werden für Skitarii und Kult Mechanicus, also beide Kodizes, wo wir dann zusammen die einzelnen Truppen durchgehen, sprich Vanguard, Ranger, Breacher, Destroyer etc. pp. Explizit werde ich dann auch auf die Waffen, eventuell auf die Ausrüstung und auf ein paar kleine Taktiken hinweisen und mit euch durchgehen. Jedoch wäre ich natürlich immer erfreut, wenn ich irgendwas falsch machen sollte, weil ich ja auch jetzt nicht der Überspieler bin. Wenn ich irgendwas nicht beachten sollte, dann sprecht mich darauf in die Kommentare an und dann können wir gerne noch darüber weiter diskutieren etc. pp. So, dann würde ich jetzt anfangen und die erste Einheit bzw. die nächste Einheit, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist Hallo liebe Leute, heute wahrscheinlich etwas ein kürzeres Video, aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch mal ganz amüsant. Ist nix, heute geht's nochmal neu. Cut. So liebe Leute, heute wird's wohl schneller gehen. Wir kommen zu der Fast Attack Slot von den Skitaris. Und da haben wir eigentlich nur eine Auswahl und das ist, wie man sieht, der Dragoon. Ja. Der Dragoon, ein Läufer mit einem Panzerungswert von 11, 11, 11, also 11 rundum, ist offen, profitiert ebenfalls von der Doktrina Imperativ, hat Dünschreiter, also plus 3 auf Bewegung, hat von alleine schon Kreuzfahrer, also da müsst ihr nicht das Minipel spielen nach dem Cut. Und hat Weihrauchwolke. Das gibt euch einen 5er Deckungswurf im offenen Gelände. Leider nicht skalierbar oder nicht stackbar mit anderen, wie zum Beispiel, wenn man im Gebäude steht, mit dem profitiert man, also bekommt man keinen Bonus. Weil ich irgendwie schon ein bisschen Banane finde, weil wenn man im Gebäude ist und da ist alles am Rauchen, warum kriegt man da nicht einen besseren Decker? Wenn das Gebäude im Prinzip noch eingehüllt wird. Aber naja, es soll wohl nicht so sein. Ja, von den Werten her, KG4, BF4, Stärke 5, INI 3, Attacken 3 und hat 2 Rumpfpunkte. Vorteil ist, er kostet nur 45 Punkte. Das ist auf den ersten Blick mal gar nichts. Zu den 45 Punkten habt ihr noch eine Waffenauswahl von zwei Waffen. Das wäre einmal die Taserlanze, zu der kommen wir dann gleich zu den Werten. Alternativ hätten wir hier noch das Radium Jezel Glock. Ja. Also man kann sie als Fernkämpfer spielen und als Nahkämpfer. Aber wir kommen jetzt erstmal gleich zu der Taserlanze. Flop. Ja, ansonsten die normale Standardausrüstung, Taserlanze, wie man sieht. Dann Breitspektrum-Datenbindung, das heißt, Skitaris, die drumherum laufen, bekommen plus 1 auf Moralwert. Das ist, wo der Datenverstärker von den Skitaris nicht mit skaliert. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, das ist das. Und hat einen Suchscheinwerfer, also bei Nachtkampf keine Malus. Keine Verschlechterung durch Nachtkampf. Ziemlich schnelle Einheit durch Dünschreiter. Ebenfalls 9 Zoll Bewegung. Plus 2W6 durch Rennen.
Also 2W6 plus 3. Ja, kann zusätzlich noch mit einem Phosphor-Serpenta ausgerüstet werden, ist eine 18 Zoll Pistole. Also keine Pistole, sondern da wurde mir mal gesagt, dass die auch keine zusätzliche Attacke generiert, leider. Wo haben wir denn Phosphor-Serpenta? 18 Zoll, Stärke 5, DS4, Sturm 1 und Luminagen. Luminagen ist, falls ich euch das noch nicht gesagt habe, ist eine Sonderregel, die die Phosphorwaffen beinhalten, die den Decker um 1 reduziert, wenn eine Wunde durchgeht und zusätzlich darf der Angriffscharge wiederholt werden. Das ist gerade für die ziemlich cool. Falls die 2W6 plus 3 mal nicht reichen sollten, aus irgendwelchen Gründen auch, dürfte man, wenn man vorher, wenn ein Phosphor-Token auf den Gegner ist, den Angriffswurf wiederholen. Ja. Ansonsten darf bis zu 5 Dragoons enthalten, also man darf die im Schwadron spielen. Kann man machen, muss man nicht. Ansonsten Taserlanze. Gucken wir mal nach den Werten von der Taserlanze. Das ist ja eine etwas größere Taserlanze zu den von den Infiltrators. Und diese Taserlanze gibt euch plus 3 auf die Stärke, also Stärke 8. Und hat leider kein DS, hat aber die Sonderregel Tjost. Und Tjost verdoppelt im Charge, also im ersten Angriff, eure Ini um das Doppelte. Jo, das heißt, ihr schlagt mit Stärke 8 Ini 6 im ersten Charge zu und danach halt weiterhin mit Stärke 8, aber nur mit Ini 3. Jo, ansonsten wisst ihr ja, durch die Taser im Charge habt ihr 4 Attacken. Sollte bei dem Trefferwurf eine 6 bei sein, bekommt ihr 2 zusätzliche Attacken im Verwundungswurf. Das heißt, ihr könnt bis zu 12 Wunden generieren, wenn ihr jetzt richtig lucky seid und 4 Sechsen dahin haut. So, und dann mit Stärke 8. Also mit Stärke 8 könnt ihr so einiges kaputt machen. Also meisten Sinn macht auch leichte Panzer, die man dann wegstreifen kann. Aber ansonsten einfach nur eine reine Nerveinheit, mit denen ihr zu Missionszielen rennen könnt, mit denen ihr kleine Einheiten bindet, die euch auf den Keks gehen. Ihr könnt damit größere Trupps könnt ihr einfach binden, weil die müssen dann Glück haben und mir mit zum Beispiel 10er Space Marines, die kommen mit Stärke 4, kommen nicht durch. Das heißt, die sind gezwungen mit ihren Sprenggranaten, wenn sie die denn ausgerüstet haben, ich glaube, die haben sie ja von Haus aus, mit ihren Sprenggranaten was zu machen. Da man immer nur eine Sprenggranate davon wohl benutzen darf, mit Stärke 6 ist natürlich dann auch eine Lucky 6, ne? Also, oder Stärke 5 oder Stärke 6? Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Stärke die haben. Auf jeden Fall kommen die auch nur mit 5 oder 6 durch. So, das heißt aber, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintrifft, ist natürlich jetzt nicht so hoch. Und dann hat der Kollege auch noch 2 Rumpfpunkte. Damit könnt ihr dann schon mal eine Einheit für die nächste Schussphase einfach mal rausnehmen. Beziehungsweise, wenn ihr richtig Glück habt, sogar zerstören. Aber dadurch, dass man ja leider kein DS hat, eher unwahrscheinlich. Oder na, wird wohl eher ein bisschen dauern. Jo. Alternativ habt ihr noch die Fernkampfmethode davon. Das Radium Jezail. Ich habe es erst ein oder zweimal gespielt. Ist ganz okay. Also kann man, wenn man jetzt ein Schwadron spielt, kann man davon mal eins mitnehmen. Aber so zwangsläufig, nö. Also da würde ich dann doch über die Taserlanze nehmen, weil das Radium Jezail
Ist ein Sniper mit Stärke X. Hat DS5. Schwert 2. Ja gut, Scharfschütze und hat Strahlungsvergiftung. Ja. Das heißt, man ist auf 6 angewiesen. Natürlich ist das dann, wenn beide treffen, auf 6 zum Beispiel, hat man schon mal präzise Schüsse. Kann man sich was raussuchen. Und wenn man dann noch richtig viel Glück hat und man trifft, man verwundet auf eine 6, generiert man zusätzlich eine Wunde durch die Strahlungsvergiftung und bekommt zusätzlich noch DS2. Also man könnte bis zu, wenn man richtig viel Glück hat, bis zu 4 Wunden mit DS2 bekommen. Ja, okay, aber ihr kennt das ja. Die Würfel, die spielen da meistens nicht so mit, wie man das gerne hätte, ne? Also dann würde ich doch lieber mit der Stärke 8 Taser-Lanze einfach rumrennen und die Leute einfach mal ein bisschen nerven, ne? Und wenn ihr wirklich einen spielen wollt, dann zockt die im Schwadron oder was, packt euch 2 Läufer ein oder 3 im Schwadron, nimmt dann einen mit, aber weiß ich nicht. Also ich würde darauf verzichten. Ich habe es mal gemacht, also mal fertig gemacht die Waffe, habe sie einmal gespielt. Umgehauen hat sie mich jetzt noch nicht, aber ja, gibt bestimmt die Verwendung dafür. Ich finde es jetzt nicht so doll. Gut, ich nehme jetzt die Formation durch, die Iron Strider Cavaliers, obwohl ich dafür eigentlich noch die Ballistari mache, aber der kommt im nächsten Video wegen schwere Unterstützung. Aber ich gehe jetzt einfach mal die Sonderregeln hier durch, dann, weil das Video eh ein wenig kürzer wird. Deswegen ist das nicht schlimm. Also für die Iron Strider Cavaliers braucht ihr 2 Dragoons und ein Ballistari. Ihr habt die Sonderregeln Flankenangriff und scharfe Sinne. So, dadurch habt ihr die ja, die agieren alle einzeln. Also das sind alles einzelne Einheiten in dem Fall. Die behindern sich nicht, also die schießenden Einheiten behindern sich nicht durch die Läufer, die vorne weglaufen, durch ge gedankenverbundene Jäger. Das heißt, wenn der eine so steht und der andere steht so und er möchte da durchschießen, bekommt der Gegner keinen Decker. Durch die eigene Einheit. Ja, ansonsten ist die Identität bestätigt. Ist noch eine kleine Sonderregel. Da kannst du zu Beginn deines ersten Spielzugs ein Charaktermodell in der feindlichen Armee nominieren. Und du darfst alle deine Verwundungswürfe gegen dieses Charaktermodell dann wiederholen. Okay, das kann man machen, wenn man Kriegsheer oder so jagt mit den Dragoons. Ist ganz nett. Also auf jeden Fall eine ganz nette Zusatzregel. Und dann gibt es noch die Schlinge zieht sich zu. Das heißt also, dass die in Reserve platziert werden, dass du die entflanken lassen darfst. Und zusätzlich darfst du halt deine Würfe für die Reserve wiederholen. Also wenn der erste Wurf misslingt, darfst du dann nochmal würfeln. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich habe durch die Formation gegen Crunchy zum Beispiel schon mal hinter feindlichen Linien erhalten. Und dadurch, dass die alle als einzelne Einheiten gelten, kommen alle 3 rein. Und du hast hinter feindlichen Linien mit W3 Siegespunkte. War ganz nett. Da hat er sich auch ein bisschen geärgert. Da hatte ich dann, und dann natürlich noch eine 6 gewürfelt. Ne? Junge, was ist denn los? Weg mal 3 Punkte auf einmal. Aber ist nicht schlimm. Habe ich gewonnen. Alles wunderbar. Ja, liebe Leute, das ist auf jeden Fall eine nette Formation. Kann man ausprobieren, kann man gerne mal spielen. Die Läufer sind top, mir gefallen die gut. Die sind einfach nur da, um zu nerven, um feindlich Beschuss von euren Standardeinheiten ein bisschen runterzunehmen, weil genau, wenn die wissen, wenn die Dinger im Nahkampf kommen, dann binden die oder die streifen Panzer weg. Das ist dann nicht mehr so schön für den Gegner. Ist wie bei den Orks, diese komischen fliegenden Helikopter da. Die sind einfach da, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber mehr auch nicht. Also, das sind einfach nur Ziele zum, ja,
Einfach nur zum Ablenken so ein bisschen und zum Nerven. Ansonsten anzahltechnisch 2, 3, 4 kann man mal mitnehmen. Ich habe auch noch einen hier voll eingepackt liegen. Ich werde mir den auch noch aufbauen. Ob ich mir dann Dragoon oder ein Ballistari draus baue, mal sehen, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall ergänzen die sich gut zu der allgemeinen Skitari-Armee. Würde ich auf jeden Fall immer mal so mindestens zwei von mitnehmen. Außer ihr wollt halt nur minimales Manipel spielen, dann braucht ihr nur einen. Wenn ihr die War Convocation spielt, braucht ihr nämlich, glaube ich, auch einen, weil ihr ja ein Manipel spielen müsst. Also einen würde ich definitiv immer mit einpacken. Ja, die sind, wie gesagt, Nerveinheiten, schnell unterwegs. 45 Punkte, Leute, packt das Ding ein. Ja, also 45 Punkte, was kriegt man für 45 Punkte? Gut, kriegst einen Fünfertrupp Ranger oder einen Fünfertrupp Vanguards, aber die fallen dann auch wesentlich schneller als der Läufer, ne? Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich heute für euch. Und als nächstes werde ich dann das Thema, je nachdem, wie ihr in welcher Reihenfolge das seht, die schwere Unterstützung der Skitari behandeln. Bis dahin, macht's gut, Leute.